Stellen Sie sich bitte kurz vor. Mein Name ist Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, kurz ISL. Wir betrachten Behinderungen als Menschenrechtsthema und fordern Partizipation in allen Lebensbereichen. Was haben die letzten Wochen der Corona-Krise für behinderte Menschen bedeutet? Die letzten Wochen der Corona-Krise haben sehr deutlich gezeigt, wie wenig die Politik, die Gesellschaft und auch die Wirtschaft an die Rechte und Bedarfe behinderter Menschen gedacht hat. Die jahrzehntelang gepflegten Sonderwelten wie Wohneinrichtungen, Werkstätten und Förderschulen sind für viele der Betroffenen zur Falle geworden. Und für einige sogar zur tödlichen Falle. Wenn unsere Gesellschaft jetzt schon inklusiver wäre, dann wären die Probleme jetzt nicht so groß, wie wir sie haben. Wie werden behinderte Menschen in den letzten Wochen diskriminiert? Es kann nicht sein, dass wir jetzt diskriminiert werden, weil wir als rollstuhlfahrende Menschen keinen Einkaufswagen schieben können oder wenn jemand Atemnot hat, dass er einen Nasenmundschutz tragen muss. Wenn man beides nicht erfüllen kann und sich nicht anpassen kann, dass man dann aus dem Laden verwiesen wird. Das ist Diskriminierung und das ist nicht die barrierefreie Welt, die wir uns vorstellen. Was bedeutet die Krise für die behindertenpolitische Arbeit? Die nächsten Jahre werden politisch gesehen verdammt hart werden, denn wir werden immer mehr Abwehrkämpfe führen müssen, statt uns über Verbesserungen und letztendlich mehr Barrierefreiheit freuen zu können. Hätte man die Situation für Menschen mit Behinderung anders gestalten können? Die jetzige Situation für Menschen mit Behinderung wäre nicht so tragisch, wenn man uns hätte vorher mal gefragt und uns auch vorher politisch teilhaben lassen, uns politisch mitbestimmen lassen. Wir wollen keine Alibi-Beteiligung mehr. Wir wollen echte Partizipation. Denn wir wollen uns einmischen und wir müssen uns einmischen. Das ist unser verdammtes Recht.